Und damit wieder ein herzliches Moin Moin und Hallo, ich bin's wieder, der Bansola Gaming und ich begrüße euch zu einer weiteren spontanen Folge zu Mario Maker auf der Nintendo Wii U. Spontan ist wie gesagt ein gutes Sprichwort. Wir werden in dieser gesamten Aufnahme wieder spontane Level zocken, die ich ja bis jetzt auch noch gar nicht gezockt habe. Zum Beispiel hier bin ich auf eins stehen geblieben. Hab noch offscreen versucht, ein paar Aufnahmen zu machen, um zu gucken, ob der Ton irgendwie asynchron ist. Ne, ich kontrolliere das immer regelmäßig, weil ich muss das immer alles noch einstellen. Weil einige Videos, die ich jetzt gemacht habe, da war der Ton ein ganz klitzekleines bisschen asynchron. Also es war ja schon ein bisschen ärgerlich. Es ist allgemein ärgerlich, wenn der Sound, der Spielsound mit dem Gameplay nicht eins ist. Das ist wirklich ätzend. Ja, wie ihr sagt, es geht auf jeden Fall. Boah, Alter. Kommt mir gleich was hoch, ey. Mann. Ja, es geht spontan weiter. Ich hatte mir dieses Level gerade mal unter die Lupe genommen. Also jetzt nicht direkt im Gameplay, sondern halt so vom Bild her. Habe ich mir das mal angeguckt. A Tale of Two Koopa Friends. Das ist ja ärgerlich. So. Jetzt aber hiermit aufpassen. Upsala und nochmal. Hey, Kollege, kommst du? Schön. Aber hier kriegt man noch mal so ein Kostüm. Aber später nicht. Scheiße. Hilfe! Diesmal passe ich auf. So. Ha! Ah, jetzt kommt wieder der Teil. Ah, sogar direkt. Naja, fast direkt beim ersten Mal geklappt. Und oh, jetzt geht's nach unten. So, da ist wieder unser Kollege. So. Ja, genau. Ich kann ihn einfach mal eine ditchen, ey. Auch nicht schlecht, so. Zack, zack. Alter. Chaos ist angesagt. Zack, zack. Oh, den dritten brauchen wir nicht. Cool. So, aber den Stiefel will ich schon haben. Oder den Schuh. Oh, Junge, was ist denn hier los? Unser Kollege hier, der geht aber ganz schön ab. Zack. Jupp. Jupp. Ah, da ist er ja wieder. Normal. Okay. Ey, warte auf mich! Ah, jetzt ist er erstmal ordentlich groß geworden. Ey, was hast du gefuttert? Bin auf dem Weg. Will auch was davon. Will auch so groß werden. So. Hilfe. Oha. Das war ja schon knapp, ne? Nach dem letzten Rage, den ich ja hatte bei diesem Level von Richie. Ah, das war schon echt schlimm. Das war ja auch wirklich bockschwer, das Level. So, jetzt muss ich dich ja wieder schleudern. Und los! Mach alles kaputt! Ah, hier bekommst du die Kostüme wie Sau, Alter. Ich muss dich runterlassen. Alles klar.
So, let's go! Jetzt heißt es aber rennen, 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 rennen. Wolski. Oh, schon wieder so eine Scheiße hier. Nee! Ey, du Arschkrampe! Hast mein Kumpel getötet! Das gibt Krieg! Komm runter! Reicht doch. Rache ist Blutwurst. Ah nee, da ist er ja wieder. Er ist zum Engel geworden. Sollte nicht eigentlich die Bomben getriggert werden? Ah jetzt. Ich wollte schon sagen. Jetzt ist er natürlich im Himmel, der Jute. Also, ich wollte schon sagen. Ja, spring mal da bitte durch. Weiß, du bist jetzt ein Engel, aber... helf mir weiter. Lass mir weiterhelfen. So. Ah, hier P-Switch. So. Einmal da rein. Okay. Wird er wiederbelebt? Ah ne, wir sind ja immer noch im Himmel. Okay, für mich heißt das jetzt, es kann weitergehen. So, wenn das Teil hier runter ist. So, yep, weiter. Na, zerstör mal bitte den Eisblock für mich. Wäre ganz cool, Bruder. Danke. Ja, die Tür geht anscheinend nicht auf, ne? Hier habe ich auch nochmal ein richtig geiles Level. Und da bin ich mir übrigens auch zu 100% sicher, dass auch damals Domtendo das Level gezockt hat. Ja, das kenne ich noch aus seinen Let's Plays, das meine ich. Game Boy Mario, Proof of Concept. Das soll ein sehr innovatives Level sein. Von der Idee her auch sehr, sehr geil. Okay. Oh, wir werden hier in einen Screen reingeschmissen. Ein Game Boy Screen, wo er... Dreck. Boah, Alter. Aber eins muss man echt sagen, das Spiel ist schon knackig schwer. Das Spiel sage ich schon, das Level. So ein P-Switch, hier geht's jetzt anscheinend weiter. Na, ich hätte jetzt sowieso den Pilz verloren, aber egal. Jo, wahrscheinlich. Na, jetzt müssen wir uns mitbewegen. Aber auch sehr geil gemacht, ne? Ich find's echt cool. Also ich habe das noch nie selber gespielt, tatsächlich. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das zocke. Aber es ist wirklich eine echt geile Idee. Das sieht jetzt wirklich nach Mario Brothers aus. Für den Game Boy Color. Ja, okay, mit dem Unterschied, dass es... Ah, okay, jetzt ist Mario Land am Start. Ja gut, mit dem Kostüm an sich kannst du ja leider nicht fliegen. Da hilft ja nur die Clownskutsche. Oh nein, Bosskampf. Hör'n, scheiß Kettenhund, mach Sitz. Du Vieh. Geht doch. Oha, was ist jetzt los? Okay, kriegen Kostüm, aber ja. Verlieren ist auch gleich straight. Jetzt wird wieder ein Gameboy zusammengebaut. Was kommt jetzt? Das sieht mir nach dem ein Untergrundlevel aus. Aus Mario Land. Oder vielleicht irre ich mich ja auch. Kann gut sein. Thank you.
Hier gibt es wieder ein Power-Up. Na, der ist auch bitter nötig. Oh, crap. Okay, das war jetzt wirklich mies. Ja, da muss man schon durchsliden. Das war jetzt nun wirklich gemein, Alter. Das war jetzt nun wirklich gemein. So, neue Runde, neues Glück. Ja, und schon fängt wieder alles an zu bröckeln. Wir bleiben mal vorne. Für das Power-Up. Komm, 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 komm. Wo ist die Stelle? Wann kommt sie? Wann kommt sie? Wann kommt sie? Jetzt müsste sie kommen, ja? Da. Nein, ich bin so ein Dämlack. So. Oh. Okay, das ist eine richtig gemeine Stelle jetzt gerade. Mist. Ah, jetzt wird's wieder frustrierend. Ich riech's gerade. Mit dem kleinen Mario kannst du auch nichts anstellen. Kriegst ja nicht mal einen Block damit kaputt. Es sei denn, man hätte da das Kostüm reingeschmissen, was wir vorhin hatten. Also für eine ganz kurze Zeit. Das ist auch echt gemein, ey. Und das Problem ist, man wird ja hier doberweise zerquetscht. Jetzt hier vorne das zerstören. Ah, man muss schon früher rauf. Läuft das schon? Ja! Oha, das war jetzt aber... Oh, Alter, komm schon! Eine Tür. Und da ist auch schon die Zielflagge. So, damit ist jetzt das zweite Level in diesem Part beendet und ich würde das Ganze nochmal mit einem besonderen Level abrunden. Und ja, das hat auch was mit Richie wieder zu tun. Dann sehen wir uns gleich. So, das letzte oder eventuell vorletzte Level, je nachdem wie lange das hier dauern wird. Für diesen Part. Und es ist die Super Mario Bros. 3 The Minigame Cave Nummer 6. Aber es macht natürlich aber mehr Sinn, wenn man sie nacheinander zockt, weil der hat ja mehrere Minigame Cave Level. Aber naja, okay, machen wir es halt ein bisschen durcheinander. Wenn es mir schon in der Sternrangliste angezeigt wird, dann ziehen wir auch durch. Wird auf jeden Fall viel Frust geben. Ich riech's jetzt schon. So, erste Challenge. Was haben wir hier? Okay. Okay, das hier ist recht simpel. Und sieht auch einfach aus. Ist auch einfach. Jupp. Eine Red Coin. Jetzt schon ein Kontrollpunkt? Mhm. Und noch einer. Warte mal hier. Ich glaube, ich muss. Oh, wie gemein ist das denn? Das muss man mehrere Male machen. Alter, ist ja fies. Mir geht die Munition aus. Oh, ich mach zu früh. So, hoch da mit dir. Also das muss man echt gut timen.
Dann funktioniert das schon. Yeah! Hat wunderbar funktioniert. Jetzt nochmal. Ja. Ach so, das, jetzt müssen Red Coins gesammelt werden. Ja, das ist natürlich ein bisschen mies. Wenn man jetzt abkratzt. Ah, okay. Ach, dafür der Checkpoint. Ah, okay, alles klar. Aber die Red Coins muss man doch trotzdem wieder neu sammeln, oder nicht? So, die haben wir ja schon gemacht. Wir sollten die Münzen erst dann einsammeln, wenn wir das schon gemacht, also wenn wir da reingehen. Ah. Mal hier die andere Seite. Okay. Ja, das war's. Okay. Das ging recht schnell. So. Machen wir mal mit der Röhre weiter. Diese Wolkenblöcke. Das muss auch wieder getimt werden. Aber auch sehr cool. Ja. Na komm schon. Ui, gleich alle mal mitnehmen hier. Das war jetzt aber mal richtig lucky. Geil. Na, hier brauche ich den nicht mehr. Ja, zeitmäßig müssen wir uns eigentlich auch mal ein bisschen beeilen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man die Red Coins behaltet, wenn man jetzt abkratzt. Oh ja, was kommt jetzt? Donutblöcke. Was soll ich jetzt machen? Okay. Die fallen runter. Ah, okay. Wie cool ist das denn bitte? Naja, gut, die spawnen ja wieder da oben neu, ne? Ah, je weniger es werden, je weniger es sind, desto schwieriger wird das. Oh, cool. Je weniger es sind, desto schwerer wird das, wollte ich gerade sagen. So. Machen wir mal hier so eine Tür. So. Oh, was kommt jetzt? Okay. Na, so kann es auf jeden Fall funktionieren. Nice! So, die nächste Challenge abgeschlossen.
Na, von der Zeit her, wie gesagt, wird es echt knapp. Okay. Nächste Tür. Was erwartet uns hinter Tür Nummer 3? Okay, man darf den P-Switch nicht berühren. Okay. Ganz mies. Aber auch einfach, wenn man es drauf hat. Also, ja, das kam jetzt nicht so gut. Egal. Das war eine recht schnelle Challenge auf jeden Fall. Okay. Okay, das ist... Oh, du scheiß Arschloch-Gumba, ey. Oh, hier ist aber Schnelligkeit gefragt, du. Runter da. Okay, das ist wirklich geil gewesen. Wird knapp. So, jetzt aber müssen wir hinmachen. Das wird jetzt von der Zeit her richtig, richtig knapp. Und ich will noch die letzte Red Coin noch bekommen. Was kommt jetzt? Oh, nein. Dieses Gelächter, ey. Oh, Mann. Na, wie viele Hits noch? Okay. Trotzdem nochmal Checkpoint. Aber es kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Doch. Scheiße, da war gerade die Disco-Mucke, ey. Mann. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass das länger geht, aber das, ja. Das war recht fix. Hä? Wir hatten das in 31 Sekunden geschafft. Boah. Da muss man ja gefühlt getrickst haben. Naja, dann ist immerhin noch für ein Level ja noch Zeit. Gut, ich habe jetzt mal dieses Level rausgesucht. 400k Special, The Final Quest. Let's go. Kein Amiibo-Quiz, sondern einfach mal so ein spontanes Level, wie gesagt. Was hier auch so ein bisschen mehr wieder nach einem Rätsel ausschaut. Und wir sind ein Fragezeichen-Block. Ah ja. Okay, das sieht mir jetzt hier irgendwie nach Rätsel. Es ist ein Rätsel-Level, habe ich ja gerade gesagt. Jetzt bin ich aber gerade selber ein bisschen brainfucked. Achso, ich muss da hochjumpen. Oh Gott. Ah, und dafür brauche ich auch das Trampolin für ein bisschen Anschwung. Okay, jetzt habe ich es gerallt. Muss ich irgendwie mal dazwischen. Ah, okay, jetzt. Yo. So geht's auch. Na, jetzt geht's nach oben. Irgendwas muss da sein. Ein Schlüssel. Nice. Ab dafür.
bin ich wieder ein Cooper. Ah, ich muss da oben auf diese Plattform raufkommen. Und da einen Cooper erwischen. Oh Gott, und das ist ja noch vier weitere, noch ein paar weitere Male, ey. Super. So, hoch da. Yeah. So. Was? Ach so. Ich bin noch, ey! Kannst du auch mal springen? Hm? Ah, nochmal. Hallo? Was soll das? Jetzt wird voll Karacho. So. Hat reingezimmert. Okay, wir sind jetzt ein Goomba. Yo. Was passiert hier? Ich krieg gerade ab dafür. Okay, cool. Jetzt sind wir wieder in Fragezeichenblock. Okay. Hier zwischen. Ah, ich muss jetzt erstmal. Hä, Scheiße, echt jetzt? Darf ich den ganzen Spaß nochmal von vorn? Hochjumpen. Da auch. Und hier. Ich bin ein Block. Ich bin ein Fragezeichenblock. Hast mich nicht gesehen, Kettenhund? Ach, schon wieder ein Goomba. Habe ich gerade Goomba gesagt? Koopa meine ich. ja. So, weiter geht's. Was kommt jetzt? Jetzt bin ich im Goomba. Da meine Socke. Oder mein Schuh. Ich hab das Gefühl. Ah, jetzt habe ich's gerallt. Hier kommen dann Ranken raus. Dann klettern wir mal nach oben. So, wer ist der Nächste? Sehr nice, was kommt jetzt? Oh, Bowser Jr. Okay.
Auch nicht schlecht. Oh. Okay, wir müssen jetzt als Bowser gegen Bowser kämpfen. Oh, nicht schlecht. Wow. Nein! Ab dafür, Bowser. Ein sehr kreatives Level. Kriegt auf jeden Fall einen Stern von mir. Ja, das war's mal wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Super Mario Maker auf der Nintendo Wii U. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich doch mit einem Daumen nach oben wissen. Wenn ihr nichts verpassen wollt und natürlich auch für mehr Videos, den Channel abonnieren sowie die Glocke aktivieren, um eine Benachrichtigung zu bekommen. Und schaut auf jeden Fall nochmal auf meinen Kanal vorbei, da gibt es noch weitere Videos. Und falls ihr welche verpasst habt, schaut in den Playlisten nach. Es lohnt sich immer, da wieder vorbeizuschauen. Zumindest, wenn man halt Videos oder Parts verpasst hat. Unter anderem gibt es noch ein Let's Play Voting für den 1.3.24. Wäre mega nett von euch, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet und dort eine Stimme für eins der drei Spiele hinterlässt. Also dann, Leute, ich wünsche euch noch was. Bis dahin, auf Wiedersehen.